Das bringt mir auch gerade eigentlich nichts. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorher gesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ich zieh dann mal wieder von dann. Cheerio. Also von dem brauche ich auf jeden Fall die Goldmedaille. Mit dem Alumann hat auch keinen Sinn. Tja. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Doktor noch was machen kann oder mit dem Professor. Für das Telefon habe ich auch noch keinen Verwendungszweck irgendwie. Hallo Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar! Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doktormchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Weißt du was über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wüsstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es! Of course! Er zückte Deno-Mensch-Hybriden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Das ist ein bisschen schwachsinnig, aber leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen, um Deno-DNS abzubauen. Ein Jammer. Und wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Mit dem kann ich wahrscheinlich immer noch nicht reden. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Ich glaube, ich mach's mal ganz anders. Ach Quatsch, da will ich gar nicht rein. Da können wir direkt wieder raus. So. Dann müssen wir nochmal in den Wäschelift, weil hier oben, ich weiß nicht, hier habe ich so ziemlich alles. Na. So. Und da rein. Ein wenig warten. Da kommt der nächste Ausgang. Ja. Dann gehe ich nochmal. Nee, das war genau der falsche, ne? Kann man. Ah ne, dafür brauche ich einen Schlüssel, ne? Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Dann öffne sie mal. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Okay, dann drück mal auf den Alarmknopf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das? Dann mach doch. Ich mach das echt. Mach doch. Ich mein's ernst. Feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Okay, davon hatte ich mir jetzt mehr erhofft. Hallo, Prinzessin.
Ich muss weg. Grüß die Freunde. Naja, bringt alles nichts irgendwie. Hier vorne komme ich ja nicht hin. Am Ende des Flurs sind nur die beiden Spinner. Da kann ich mit dem Laken. Ich gehe mal. Ich weiß nicht, brauchen die irgendwas? Chips? Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Vielleicht ein Comic. Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Schwierige Kollegen. Ach, ich klicke jedes Mal drauf. Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei! Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ja, und jetzt? Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte! Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Nicht euer Ernst, muss ich mit dem Poloschläger kommen? Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Ach, man kann auch einzeln mit denen reden. Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Oder auch nicht. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Ach, kann doch nicht so schwer sein. Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Das habe ich so auseinandergeschnippelt, aber verstehe den Sinn dahinter nicht. Weiß ich nicht. Ich kann da, muss doch irgendwie dann das Ding versauen können, oder? Ich will das Laken ja nur. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Nee, nee, nee. Gibt's doch nicht. Ich muss irgendwie das Laken versauen, bin ich mir sicher. Und los geht's. Aber wie? Jetzt bin ich wieder in der Wäscherei, kann aber auch nirgendwo. Da kommt der nächste Ausgang. Oder? Unten. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Tja.
kommt der nächste Ausgang. Jetzt bin ich aber wirklich am Grübeln, wie es hier irgendwie... Aber hier unten ist ja auch nichts. Ich weiß nicht, ey. Ich habe oben irgendwas bestimmt übersehen. Ich muss die Typen von dem Laken runterkriegen. Irgendwas im Gegenzug anbieten. Da kommt der nächste Ausgang. Das Spiel ist sehr schwer, finde ich. Also es geht teilweise sehr leicht, aber auch dann wieder mega schwer. So, Leute. Sind weg. Ja, dann nimm die Decke. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ja, dann mach ich sie dreckig. Komm. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Okay. Dann guckst du die nochmal an. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Okay, dann sollte das jetzt eigentlich in die Reinigung kommen. Fahre ich einfach mal runter in die Reinigung, vielleicht ist es schon und da. Los geht's! Ich muss nochmal den Alarmknopf drücken. Ah, da ist es. Okay. Waschmaschinen. Waschmaschinen, Waschmaschinen. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Ja, nimm dir einfach meine mit. Heute ist nicht Waschtag. Reden? Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. ja. Dann gehen wir mal da hoch. Da hoch, ja. Dr. Marcel. Ja. Okay, zur Treppe. Nee, lieber noch mal runter. Hier kann ich aber gar nichts machen. Okay. Kann man aber nichts ansehen, dann gehe ich doch mal hoch. Oh, eine Küche. Herrlich. Dann nimm mal den Topf mit. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Hm. Du hast so viel in der Tasche, dann nehmen wir halt den kleinen. Der kommt mit. Ja, wunderbar. Was haben wir noch? Nehmen wir die Handtücher noch mit. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Die Topflappen. Die Handtücher gehen nicht. Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Was haben wir denn noch? Dann gucken wir uns mal die Spüle an. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Dann benutzen wir mal die Spüle. Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Dann benutz mal den Plan. Nee, geht nicht. Heute ist Wünsch dir was Tag. Okay. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Dann benutz mal den Besteckschrank.